Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Oh, Scheiße! Layla, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort! Layla, aufwachen, aufwachen! Muss ich etwa da runterkommen? Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Ein Balken. Ein halber Balken. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratsch-Tante. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden.
Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Ein Balken. Ein halber. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange. Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Yamu. Heimat meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Oh. Ich habe meinen Mann seit gestern nicht mehr gesehen. Hilf mir, ihn zu finden. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Right decision, Gere.
Garstigste aller Bestien! Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Gibt in Afrika. Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Gut. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... Ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist? Oh,
stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freundin in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. So das verstehe. Da bist du ja, mein Liebster. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Zeig ihm, was passiert, wenn man seine... Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Vergiss es, das ist nur ein dummer Grieche. Die haben unseren Land schon genug gestohlen. Ja, so ist recht. Schmeck dein eigenes Blut. Hab Gnade! Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft. Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Ohne das Buch kann mein Karl, meiner... Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst dein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Oh, der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole. Glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das... Du wirst Mutter im Gefilde der Binsen auch so finden. Ich verspreche es. Dieser Krieger wird das Buch finden. Ja, ja, er wird es finden.
Hier stimmt doch irgendwas nicht. Diese Zone ist tabu. Jemand nach seiner letzten Lebenserfahrung. An uns kommt keiner vorbei. Hey, hast du das gehört? Seid wachsam, Bruder. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Hey! Da ist er. Thank you.
Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Wow. Willst du mich etwa bestehlen? Kann man denn einen Dieb berauben? Ich brauche es für meinen Vater. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Aus dem Weg! Elende Missgeburt, was soll das werden? Gib den Weg frei. Aus dem Weg! Hey, was bist du denn für einer? Gib den Weg frei! Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen.